gekürzt. Was hat Sie denn dazu bewogen, im Dienst bei der Bundeswehr anzutreten? Mich hat dazu bewogen, dass ich persönlich einen abwechslungsreichen Beruf haben möchte, in dem ich nicht nur eine Routine habe, sondern Abwechslung, dass ich sozusagen spannende Aufgaben habe, die tagtäglich wechseln und dass es halt einen Sinn hat, den ich dann sozusagen arbeite. Aber das Wichtigste, liebe Soldatinnen und Soldaten. Ich freue mich heute anlässlich Ihrer feierlichen Vereidigung zu Ihnen sprechen zu dürfen und das vor einer so schönen und vor allem dem Anlass angemessenen Kulisse. Dies ist mittlerweile meine 8. Vereidigung als Oberbürgermeister und es ist mir immer wieder ein besonderes Anliegen, Sie und vor allem den Blick auf Sie, auf die Bundeswehr, auf unsere Bundeswehr zu lenken. Es ist wichtig, immer wieder zu verdeutlichen, dass die Streitkräfte aus unserer aller Mitte stammen. Zu zeigen, dass hier Menschen aus unserer Gesellschaft stehen, die sich freiwillig dafür entschieden haben, für uns alle Dienst zu tun. Demokratie muss tagtäglich erkämpft und verteidigt werden, wie wir gerade wieder nur allzu deutlich sehen. Und Sie alle, die Sie hier stehen, sind ein wesentlicher Pfeiler dieses täglichen Bemühens. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Zeigen Sie sich in Uniform, außerhalb der Kaserne, in der Innenstadt, im Bus, in der Bahn. Unterstreichen Sie, dass Sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Ihre wichtige Rolle wird vielen Menschen leider häufig nur in Krisensituationen deutlich. Ob in Kriegs- und Krisenherden, bei der Schulung ausländischer, militärischer und ziviler Kräfte, bei Flutkatastrophen oder zuletzt der Corona-Pandemie. Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, sind für uns da, für jeden von uns. Egal wie er zu Ihnen steht, Sie helfen, schützen und verteidigen uns im Notfall mit kühler Professionalität. Das verdient Respekt und Anerkennung. Sie werden von unserem Parlament zu unserem Schutz und in unserem Interesse eingesetzt. Sie riskieren Ihre Gesundheit und Ihr Leben für uns und unsere freiheitliche Werteordnung. Sie haben jegliche Unterstützung verdient. Es ist unsere Pflicht als Gesellschaft, Sie bestmöglich für Ihren Auftrag auszurüsten und dafür zu sorgen, dass Sie effektiv arbeiten und vor allem gesund zurückkehren können. Wie selbstverständlich haben wir Frieden und Freiheit in den vergangenen Jahrzehnten als Gesellschaft wahrgenommen. Wie fragil dieser Frieden tatsächlich ist und wie schnell unsere Freiheit und unsere Werte massiv unter Druck geraten können, das wird uns allen aktuell sehr schmerzlich mehr als deutlich vor Augen geführt. Und deshalb betone ich an dieser Stelle, wie bei jeder Vereidigung, ausdrücklich die Zusammengehörigkeit der Stadt Celle und ihrer Bürger mit der Bundeswehr. Wir stehen an ihrer Seite. Als Nachbarn, als Kollegen, als Mitbürger, als Freunde, heute und in der Zukunft. Warnzug, Achtung, Bremsen! Ziert! Fahraufstellung! Schutzrumpfahne! Augen! Rechts! Ich schwöre! Ich schwöre! Der Bundesrepublik Deutschland! Der Bundesrepublik Deutschland! Treu zu dienen! Treu zu dienen! Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Und die Freiheit des deutschen Volkes. Tapfer zu verteidigen. Tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Thank you.
Wenn man Sie heute fragen würde, würden Sie alles nochmal genauso machen, wie Sie es vor wenigen Wochen vor Beginn Ihrer Grundausbildung angestrebt haben? Würden Sie alles nochmal genauso machen? Auf jeden Fall.